Sag mal, was ist denn los? Wenn du das selbst nicht weißt, wann wolltest du mir das sagen? Was? Dass du wieder mit Yannick zusammen bist. Ich bin was? Ihr wart doch hier, gestern zusammen. Hier im Proberaum. Du hast uns gesehen. Und alles falsch verstanden. Schon klar. Nein. Was ist mit uns? Warum können wir dir das nicht erzählen, dass da was ist? Das war's dann wohl. Hi, Mädels. Das glaube ich jetzt nicht. Wir sind nicht verabredet oder so. Das ist mir so egal. Ich sehe doch, was hier läuft. Mein Zeug hole ich die Tage. Hui. Was war das denn? Mieses Timing. Zu tanzen? Ich dachte, du stehst auf R&B. Tue ich auch, normalerweise. Du willst mir nicht sagen, was da abgeht zwischen dir und Sabrina? Nope. Was ist das? Bring dich besser drauf. Gras? Nee, keine Drogen. Völlig legal. Habe ich mir ein Netz bestellt und nach Hause schicken lassen. Komplett harmlos. Mhm. So. Ich habe aber keine Lust, rosa Kaninchen zu sehen oder irgendwas. Quatsch. Ist einfach nur zum Relaxen. Damit du Sabrina vergisst, was auch immer da gelaufen ist. Oder willst du schon nach Hause? Eigentlich nicht. Dann lass uns ein bisschen Spaß haben. Der ist ein bisschen Schokolade gewöhnt. Nee, der kommt mir noch aufs Kleid. Ein seekranker Klabautermann. Oh, ich glaube, es ist soweit. Raus hier! Warte, komm. Ich habe eine Idee. Wer hat zuerst eine Schaukel? Oh, warte, wir sind große Kreisel. Große Kreisel. Ah! Yannick, es war ein echt toller Abend. Und ich weiß, wir haben gestern geknutscht, aber mehr läuft da jetzt nicht, okay? Ich wollte dich in die Hand schubsen. Hör dann los! Okay, warte. Hab ich dich getroffen? Ich glaub nicht. Ich war nur plötzlich schwarz vor den Augen. Und jetzt geht's wieder? Blutrote Säge. Was? Yannick? Yannick, das ist nicht lustig. Hey! Ich hole jetzt Hilfe. Doch. Ist mir egal, ob wir jetzt high sind. Aber du brauchst Hilfe. Papa! Papa! Was ist denn da draußen los? Yannick hat mich nach Hause gefahren und dann haben wir geschaukelt und dann, mein Gott, dann ist er einfach umgefallen. Yannick? Hol den Notfallkoffer. Yannick, kannst du mich hören? Yannick? Und was ist jetzt mit ihm? Keine äußeren Verletzungen. Wo hast du ihn getroffen? Ich weiß es nicht. Es war ja auch nicht doll. Er meinte nur plötzlich, dass ihm schwarz vor Augen sei. Hast du irgendwas getrunken? Nein, gar nichts. Also, kein Alkohol. Hat er irgendwas gegessen, was er nicht vertragen hat? Pizza. Wir haben uns eine Pizza geteilt. Hier, halt mal hoch. Habt ihr Drogen genommen? Was? Ja, habt ihr was geraucht? Habt ihr Pillen genommen? Mensch, Clara, ich muss das wissen, sonst kann ich ihm nicht helfen. Ja. Ja, wir haben was geraucht, vor der Disco. Und was? Haschisch, Marihuana? Mann, keine Ahnung.
getraut. Yannick hat gesagt, es wäre legal und ungefährlich. Habt ihr noch was davon? Ich muss wissen, was das war. In seiner Jackentasche. Ach, ist ja wieder jemand wach. Ja, das ist es. Ist Ihnen schwindelig? Haben Sie Kopfschmerzen? Wissen Sie, wie Sie heißen? Yannick Holtmann. Welcher Tag ist heute? Freitag. Und wissen Sie, wer ich bin? Klares Vater, Dr. Kleist. Es geht mir echt besser, danke, Herr Doktor. Kann ich da nach Hause? Kommt überhaupt nicht in Frage, Sie bleiben liegen. Geben mir den Autoschlüssel. Schon schlimm genug, dass Sie in Ihrem Zustand hierher gefahren sind. Ich rufe den Notarztwagen, der bringt Sie in die Klinik und da werden Sie durchgecheckt. Ne? Und keine Widerrede. Und du gehst ins Bett. Wir reden morgen. Ich schlafe noch. Und außerdem habe ich Kopfschmerzen. Ist auch kein Wunder. Du weißt ganz genau, dass du mit mir reden musst. Also warum bringst du es nicht einfach hinter dich? Gut, dann schieß los. Drogen sind scheiße und ich zerstöre mein Leben, gerade weil ich noch so jung bin und sich die Synapsen in meinem Hirn noch ganz anders verändern als bei Alten, die sich mal was reinpfeifen. Danke, aber auf diesen Vortrag kann ich verzichten. Okay, gut. Wieso nimmst du denn das Zeug? Du weißt ja genau, dass es gefährlich ist. Weil ich gestern einen richtigen Scheißtag hatte und das Zeug hat mich einfach gut draufgebracht. Ich weiß, das ist Flucht vor der Realität, aber in dem Moment hat's geholfen. Und falls du Angst vor den Bullen hast, das Zeug ist im Prinzip legal. Gut. Gehen wir mal davon aus, dass das stimmt. Zigaretten sind auch legal. Und trotzdem weiß jedes Kind, dass sie schädlich für die Gesundheit sind. Tabletten und Wein auch. Und falls du mir jetzt irgendwelche bescheuerten Strafen geben willst oder Hausarrest, das bringt eh nichts. Gut. Kein Hausarrest, keine Strafen. Ich gehe heute eh nicht raus. Du solltest ein Vollkornbrot mit Radieschen essen und eine Gurke drauf. Und ein bisschen Salz und viel trinken. Du brauchst nämlich Vitamine und Mineralien. Ist auch alles im Joghurt. Hast du was von deinem Freund gehört? Nur die Mailbox. Was war denn eigentlich los? Kennst du nicht auch solche Tage, an denen einfach alles schiefläuft? Doch, natürlich. Du sprichst immer, dass du keine Drogen mehr nimmst. Okay. Ah! Brauchen Sie gar nicht Ihren Schlüssel? Ich hab noch einen zweiten. Mhm. Finden Sie nicht, Sie hätten wenigstens guten Tag sagen können? Wollte nicht stören. Wie wär's mit... Vielen Dank, dass Sie mir gestern geholfen haben. Habe ich doch gestern Abend schon. Keine Ahnung, was los war. Ich schon. Als ich in der Notaufnahme ankam, ging's mir schon deutlich besser. Und ich habe mich dann selbst entlassen. Naja, ist ja auch Ihre Entscheidung. Sie sind alt genug, jedenfalls auf dem Papier. Und Sie sind auch alt genug, was Sie mit Ihrem Leben machen, Yannick. Aber wenn's um Clara geht, dann... Ja... Also, ich habe sie zunächst gezwungen und wir haben auch nichts Verbotenes getan. Sie wissen doch überhaupt nicht, was Sie da rauchen? Ja, also, ich hätte wahrscheinlich danach nicht mit dem Auto fahren sollen, aber ansonsten... Da sind die unterschiedlichsten Wirkstoffe drin. Verschiedene Variationen von Cannabinoiden. Kein Mensch weiß, wie der Körper auf dieses Zeug reagiert. Und was die Legalität angeht, da muss ich sagen, es hat sich einiges geändert. Na, nur weil etwas explizit nicht verboten ist, heißt das noch lange nicht, dass es erlaubt ist. Ich sehe, Sie haben recherchiert. Ja, und ich sehe, wir haben uns verstanden. Apfelsaft ist im Kühlschrank und Erdnüsse und Chips sind auch da. Du siehst wirklich klasse aus. Dankeschön. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal tanzen war. Du tust ja gerade so, als wärst du 100 und könntest dich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Ich fühle mich eher, als wäre ich 14 und vor dem ersten Date. So aufgeregt? Ich freue mich aber für euch.
Auch, dass er jetzt wieder weggeht. Michael bemüht sich richtig um mich. Dabei hätte er eigentlich gar keinen Fehler gemacht im Gegensatz zu mir. Ja, aber ihr habt es wieder hinbekommen. Ja, aber es war nicht einfach. Das ist es doch nie. Hast du Probleme? Rosalie schläft, wir können los. Warte noch eine Sekunde. Nein. Macht ihr euch einen schönen Abend. Ich setze mich vor den Fernseher. Viel Spaß. Gibt es noch irgendwelche Strafarbeiten, die Papa dir auferlegt hat? Das war keine Strafarbeit. Klar war er sauer, dass Janik und ich was geraucht haben. Aber er hat sich wahrscheinlich mehr Sorgen gemacht. Sag mal, du und Janik. War der Test positiv und du stehst jetzt doch auf Jungs? Keine Ahnung. Sabrina hat uns dabei gesehen, wie Janik und ich uns geküsst haben. Und war dementsprechend wütend. Ja, kann man irgendwie verstehen, oder? Sie will Klarheit, dass ich mich oute, beziehungsweise, dass wir uns als Paar outen. Das wolltest du aber nicht. Ich weiß nicht, was ich will. Ich brauche einfach noch Zeit. Und Janik? Jetzt küsst ihr euch, dann geht ihr zusammen los, dann raucht ihr sogar was. Ja, das war's aber auch, wirklich. Mehr lief an dem Abend nicht. Außerdem, was Janik angeht, da bin ich genauso schlau wie mit Sabrina. Jetzt. Und? Mein Freund aus Tenniszeiten, der übermorgen in Eisenach ist. Also, wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich keine Sekunde länger warten. Stell dir mal vor, ihr ist was passiert. Ja, was glaubst du denn, was ich die ganze Zeit denke? Ja, und was machst du dann noch hier? Game over. Hey, wo weißt du? Ah, klar, dein Dad. Er hat mich angerufen und außerdem vor dem Umgang mit dir gewarnt. Aber du hast nichts Besseres zu tun, als herzukommen. Nee, er meinte, es würde dir ziemlich mies gehen. Ja, war auch so. Bin irgendwie zusammengeklappt. Aber nur mein Handgelenk hat was abbekommen und ich habe ein paar blaue Flecken, aber zum Glück keine Gehirnerschütterung, also. Hast du wieder... Jetzt fang du bitte nicht auch noch damit an. Nein, ich habe keine Drogen genommen. Nein, ich mache das nur ganz selten. Wirklich? Ja, ich schwöre. Aber was ist denn jetzt mit dir? Keine Ahnung. Die Ärzte haben nichts Dramatisches gefunden. Die vermuten eine verschleppte Grippe, wegen der mein Kreislauf zusammengebrochen ist und so. Und jetzt? Jetzt checken die mich nochmal durch und spätestens morgen darf ich dann nach Hause, meinte der Arzt eben. Ja. Eigentlich finde ich dein Dad ganz in Ordnung. Ist er auch. Zumindest meistens. Wenn er nicht immer so eine Panik schieben würde. Wie zum Beispiel bei meinem Tattoo. Das ist mir damals sofort aufgefallen. Als er davon erfahren hat, ist er echt ausgeflippt. Das ist wahrscheinlich eine Berufskrankheit. Bei ihm landen ja nur die Fälle, wo sowas schief geht, weißt du? Wahrscheinlich. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann ist er wirklich für mich da. Wie als ich dachte, dass ich schwanger wäre. Im Gegensatz zu mir. Ich war damals echt nicht cool. Schwamm drüber. Ist doch alles gut gegangen. Beim nächsten Mal passe ich besser auf. Falls es denn eines gibt. Lass mir einfach noch ein bisschen Zeit. Sag mal, hast du dir Blaubeereis bestellt? Mm-mm. Deine Lippen sind aber ganz blau. Mir ist auch ganz kalt. Ich glaube, es geht wieder los. Die Praxis von meinem Papa ist gleich um die Ecke. Du musst nicht bei mir hocken bleiben. Ich lass dich jetzt nicht alleine. So, Herr Holtmann. Ja,
Anfall ist aufgrund einer Endokarditis entstanden. Bedeutet eine Entzündung der Herzinnenhaut. Klingt gefährlich. Ja, das ist es auch. Unbehandelt führt es in den meisten Fällen zum Tod. Was? Und jetzt? Jetzt wissen wir, woher Ihre Probleme in den letzten Tagen stammen. Nicht von den Drogen. Wird er wieder gesund? Das glaube ich schon. Allerdings hätten wir ohne die Drogen schneller die richtige Diagnose stellen können. Wir rühren das Zeug nicht mehr an. Versprochen. Was habe ich genau? Nun, mit dem grippalen Infekt hatten die Kollegen in der Klinik eigentlich gar nicht so unrecht. Allerdings hat sich die Infektion auf ihre Lunge ausgedehnt. Also eine Lungenentzündung? Ja, richtig. Und was passiert nun? Ich werde sie in die Klinik überweisen. Dort werden wir genau rausfinden, was ihnen fehlt und dann gegebenenfalls eine Antibiotikatherapie einleiten. Aber es ist heilbar. Wenn Sie sich an die strenge Bettruhe halten und die Entzündung abklingt, dann haben Sie ganz gute Chancen, wieder gesund zu werden. Was ist denn los? Wollt ihr was trinken? Kleist kann sich auf ein neues Mitglied freuen. Oh, toll! Wenn es ein Mädchen wird, kann es später all meine Puppen kriegen. Und ich stelle mich als Babysitter zur Verfügung, wann immer ihr einen braucht. Jetzt lass das Kind doch erstmal kommen. Dein Gefühl war richtig. Du musstest nach Hause. Zu Peewee. Zu euch allen. Was gibt es Besseres als eine große Familie? Eine noch größere Familie. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Oh. Tante Clara. Herzlichen Glückwunsch. Nein. Das ist jetzt euer Baby.